Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Terraria. Ja, es gibt noch eine. Yay. Ich weiß, ihr habt schon gebangt, ob es überhaupt noch eine geben wird und wir beide auch. Hey, jetzt warte doch mal. Oh, ich hab's vergessen. Entschuldigung. Ja, jetzt wird's wahrscheinlich schwierig hier. Ja, wir geben Terraria noch eine Chance. Wir wollen auf jeden Fall noch gucken, ob wir vielleicht... Habe ich bekommen? Ja! Ob wir noch Höllenstein bekommen und Obsidian für die Barren, für die Spitzhacke. Dann könnten wir Palladium holen, dann wird es vielleicht ein bisschen leichter. Mal gucken. Aber wir sind gerade tatsächlich ein wenig demotiviert wegen dem ganzen Dauersterben einfach. Ja. Das kann man auch einfach nicht schön reden. Das ist halt wirklich frustrierend. Guck mal, hier steht auch so eine Höllenschmiede. Dann haben wir die von hier mitgenommen, ne? Der komische Stein, wo wir verbrennen hier. Ja, siehst ich weiß auch. Ach, das ist Höllenerz. Ah, okay, ich sehe das. Ja, das ist schlecht, ja. Wir müssten quasi eine Bombe machen. Also Bomben, damit wir das wegsprengen können. Ja, bei allen Gegnern, die uns angreifen, genau. Ja, es ist nicht so einfach. Oder wir bräuchten. Ach ja, ja, der Lava. Der Trank, der uns hilft, Lava zu widerstehen, wird aus Obsidian gemacht. Verdammt. Obsidian ist genau das, was wir nicht haben. Also nur noch im ganz geringen Maß, aber das brauchen wir für die Barren, deswegen können wir das nicht für Tränke benutzen. Aber habe ich nicht sogar mal so eine Tränke hergestellt? Hm. Hab ich scheinbar nicht mehr. Okay. Hm. Ja, wollen wir Alex fragen, ob er mitmacht? Das hat ja echt keinen Sinn. Sonst... Das kannst du ihn fragen. Ich mach schon. Du wolltest ihn vorhin loswerden. Ich schreibe ja schon gerade einen riesigen Entschuldigungsbrief. Außerdem wollte ich ihn nicht loswerden. Ich hatte nur Angst, dass es quasi... Ja, Cheaten gleich kommt. Irgendwie habe ich da so ein... Ja, mich schlecht gefühlt irgendwie dabei. Und jetzt ist es kein Cheaten. Ja, weil wir es einfach nicht schaffen, ne? Und wie gesagt, besser, also dann nehme ich lieber die Hilfe von Alex und ja. Weil wir ja wirklich nicht an das Scheißzeug rankommen. Weil wir Obsidian-Tränke nicht haben. Dann nehme ich jetzt lieber die Hilfe an, als dass wir ganz mit Terraria aufhören. Oh, ich komme da ja noch nicht mal hin. Das ist ja schon... Wenn man da ist, ist man ja schon fast tot. Oh Gott. Mir fällt gerade auf, dass Alex ja gar nicht in unserem Team ist. Wie kriegen wir denn Alex in unser... Achso, der muss selber, ne? Darauf klicken. Ja. Ja, ich sehe gar nicht, wo der ist. Ja, das ist hier bei oder uns sieht man ihn trotzdem? Hm? Hä? Ah, da ist er. Oh, haben wir hier gleich wieder ein Linksbiom? Die Gräber müssen wir auch mal wegmachen. Ja, ja, ich mach schon. Oh Gott. Jetzt so viel los. Das ist so viel Stress. Ja, der, ich meine, der rennt da auch hin. Wir können da nicht hinlaufen, wo der läuft. Ach so. Oh, ja, ich hab's. Scheiße, ich werde gleich sterben. Ah, nee, ich stehe irgendwo, wo ich stehen kann. Okay. Ah, nein, ich brenne. Okay, nee, da komme ich nicht hin. Da unten. Hm. Ja. Ist doof. Wir haben einfach gar nichts. Wir können auch nichts. Ja. Ich bin schon traurig. Kann ihm überhaupt nicht helfen gerade. Ich glaube aber, der braucht unsere Hilfe auch gar nicht. Oh, ich habe auch eine Seele der Nacht irgendwo herbekommen. Und ja, ein lilanes Farbstoff. Ja, ich habe jetzt auch noch eine bekommen. Cool. Das ist ganz nett, tatsächlich. Die können wir gut brauchen. Haus, also hoch. Okay. Wie hat er schon? Hä? So viel kann er doch noch gar nicht haben. Wir brauchen noch zig davon. Nee, der gibt uns bestimmt irgendwas.
Oh, die Musik ist so fröhlich. Oh Gott, das ist immer was ganz anderes. Wo ist er? Ach, da. Und du bist gleich schon wieder tot. Ja, ja. Ich gehe mal ans Lagerfeuer. Ich genieße gerade so hier die schöne Musik. Was? Jake Nickelzip? Der Käufer? Ihr habt nicht zufällig noch... Nein. Doch, Obsidian war doch hier. Nein, das brauchen wir doch für die Barren. Das ist es ja. Das kann ich nicht für Tränke weggeben, weil das brauchen wir in hohen Massen, damit wir die Höllenstein barren. Wenn wir das jetzt für Tränke nehmen, dann brauchen wir keinen Höllenstein-Farm. Weil dann haben wir keinen Obsidian. Das macht keinen Sinn. Also. Ich habe mittlerweile auch zu wenig davon, weil ich habe ja schon ganz viel in in die Höllensteinbarren auch umgewandelt. Also so viel haben wir davon auch nicht mehr. Wie vorher. Ah, alles schwierig in dem Spiel. Mensch. Ja. Wo ist er denn jetzt? Ich weiß gar nicht, wo er hin ist. Ist er unten? Ich sehe ihn ja nicht. Hatten wir die gleiche Idee. Ja. Yep. Ah. Sehe ihn trotzdem nicht. Wo ist er denn? Stimmt, ich sehe ihn auch nicht. Oben wahrscheinlich. Ach ja, der ist noch oben. Der ist noch gar nicht hier. Ich dachte, der wäre schon hier. Das sieht ja eklig aus. Gequälte Seele. Geh weg, du Pädophiler. Ist da ein Pedo? Ja, zumindest sieht er so aus. Oder hier, wie heißt die Leute, die immer so einen Trenchcoat anhaben und dann drunter nichts anhaben und den Leuten zeigen, wie sie drunter nackig aussehen? Wie heißen so, die denn? Ja. So sieht der aus. Wie heißen die denn nochmal? Das macht ja heutzutage keiner mehr, oder? Weil ich auch hatte. Die hatten doch einen eigenen Namen. Oh Gott. Also eine Bezeichnung. Ditte-Isten? Mensch. Nicht Opportunisten. Wer auch sich. Ja, es liegt daran, dass das heute keiner mehr macht. Weil heute hat man Internet, da kann man einfach so Dick-Dicks verschicken. Passt ja schon. Ja, dafür gibt's heute Tinder. Joa, mag sein. Obwohl, mir hat noch keiner ein Penisbild geschickt. Mensch, ich bin traurig. Oh. Warte mal eben. Der will uns irgendwas geben? Hat das jetzt schon ge... Moment. Obsidian-Schädel, geheimnisvoll. Was mache ich damit? Ah, das habe ich doch vorhin gesehen, ja. Macht immun gegen Feuerblöcke. Also da hätten wir vorhin einen noch herstellen können, als wir noch Obsidian hatten. Okay. Das hilft jetzt? Ja! Ist das hier? Ach nee, ist ja gar kein Feuerblock. Ich sag trotzdem ja! Ja, funktioniert. Oh Gott, was ist denn hier los? Ich dachte gerade schon, das wäre wieder so eine Fleischwand. Was macht denn der Heinz da oben? Aber nur Blöcke, ne? Also in die Lava können wir trotzdem nicht fürs Erz, ne? Das kannst du mal ausprobieren. Nee, ich glaube, es sind nur die... Oder? Warte mal, was steht denn da genau bei dem Gegenstand? Macht immun... Nee, nur Feuerblöcke. Okay, keine Lava. Dann können wir da trotzdem nicht hin. Ja, wie bauen wir die Dinger? Aua. Oh Gott, hier stehen ja immer noch die ganzen Gräber. Gott, was ist denn hier los?
Ja, wie auf dem Kindergeburtstag. Boah, ich sehe ja gar nicht mehr, was Gegner ist und... Ich auch nicht. Dann schieß nicht auf mich. Ach, du bist das. Ja, auch auf mich zu schießen. Leute, ihr habt's gesehen. Standi hat auf mich geschossen. Ja, friendly fire. Passiert. Oh, jetzt habe ich auch auf dich geschossen. Hör auf! Hüpster. Ja, das wär's noch. Das jetzt, was weiß ich, im... Im Hard Mode Friendly Fire oder so. Das wäre echt... Oh, das wäre schlimm. Oh, ich komme ja an nichts ran. Oh Gott. Pass auf, nicht sterben. Na, ich habe auch einen abgebaut. Hey! Oh Gott, nein, ich habe Angst. Oh Gott. Ja, viel machen können wir hier trotzdem noch nicht, also... Nö, wir können nur irgendwie helfen, quasi, dass er vielleicht überlebt. Okay, wenn man selbst nicht stirbt, dann kann man das machen. Ich bin mal kurz weg. Oh Gott, ey. Boah, ich sehe wie viele Fledermäuse sind das mittlerweile schon? Ich sehe hier gar nichts. Ich habe nur eine Horde von Fledermäusen gesehen und allem anderen Scheiß. Ich würde sagen, das kann der Alex alleine machen. Genau. Ich finde, der macht das da ganz gut. Nein, ich bin heldenhaft und helfe ihm. Viel Spaß. Ich guck mal. Ach, guck mal, ich kann schon einen Barren herstellen. Ach, schön. Ich habe noch einen Barren. Jetzt brauchen wir nur noch 29. Warte mal. 29? Ja, 29. Ich hätte auch noch ein bisschen was. Ach, hast du auch ein paar bekommen? Schön. Na, vielleicht haben wir es ja nach der Tour hier. Ist halt die Frage, ob wir dann noch Obsidian brauchen. Ich habe 4 Höllensteinerz gefunden. Ja. Ja, das hast du gut gemacht. Ja, hallo. Das bringt uns voran. Extrem. Ja. Deine ständige Meckerei bringt uns aber auch nicht voran. Ey, ich wollte positive Bestärkung machen. Mhm. Ich hab's versucht. Kam auch voll so an. Du bist ein wichtiger Beitrag für unsere Gesellschaft und... Mhm. Ja. Chaka, du schaffst das. Oh Gott, ich komme hier an und sterb schon. Das ist ja... Oh Gott, was ist denn hier los? Ich bin dann mal weg. Hey, was ist denn da? Achso, eine Fledermaus, oh Gott. Du bist ja gleich schon wieder tot. Mir gefällt's hier nicht. Ich finde, du hast hier echt ein blödes Urlaubsziel gebucht. Oh ja, aber schön warm, ne? Ja, aber... Oh, Hammer, Hammer, Hammer! Den müssen wir töten. Den Hammer, der droppt Seelen. Hammer? Stipp, stipp, stipp. Ja! So, ob er jetzt eine Seele gedroppt hat, weiß ich nicht. Ich hoffe. Na, ja, eine Seele der Nacht. Sehr schön. Juhu. So, baut ihr noch ab? Ich kann nur Monster töten, ich gehe da nicht. Ich schieße einfach alles, was sich bewegt. Das ist auch gut. Kriegen wir sehen, ist auch super. Was ist das denn eigentlich? Lebendes Feuerblock. Ach, was? Okay. Ja, das habe ich auch schon. Sieht aus wie so ein Kerzenmann. Ja, genau. Aber schick. Was auch immer, das müssen wir jetzt eigentlich mal angucken. Ach, cool. Oh, das ist voll geil. Boah, ist das geil. Das ist wirklich Feuer. Also, wir haben Blöcke aus Feuer jetzt einfach. Cool. So viele Möglichkeiten. Wir können unsere eigene Hölle bauen. Ja, genau. Die hier reicht ja auch nicht. Nee, finde ich nicht. Vielleicht spawnen da noch Höllenwesen, wenn man die setzt. Wo seid ihr eigentlich? Ach, da. Du bist da, wo es scheint. Schattenschlüssel habe ich sogar tatsächlich sogar einen dabei. Cool. Oh nein. Das waren ja die Kisten. Der Pedo-Mann. Ich würde ja gerne helfen, aber ich habe gerade irgendwie eigene Sachen zu tun. Geh weg. Oh, ich habe Alex gefunden. Ich bin älter als 5. Ach so, weil hier ist eine Kiste unten. Hier bei Alex gerade, also rechts. Hast du gerade gesagt, du bist älter als 5? Mhm. Ach, scheiße, jetzt bin ich gestorben, weil ich gelacht habe. Nein. So, vielleicht will er den Schlüssel jetzt haben, hat er nicht zugesagt.
Ja, wo seid ihr hin? Oh, mir tun die Augen langsam weh. Das ist ein bisschen viel für mich. Ich muss mal ganz kurz die Augen zumachen. Ah, Motion Sickness. Finstere Lanze, Prüfung. Keine Ahnung, was das ist. Was? Finstere Lanze? Wer hat was? Ich hab eine finstere Lanze gefunden. Achso, in der Kiste? Mhm. Ja, schön. Der rennt da einfach über die Lava und ich stehe hier wie so ein Bekloppten. Also ich kann übers Wasser gehen. Toll. Konnte Jesus ja auch. Hilft uns das jetzt hier? Ich hab ein Einhornhorn. Ich habe eine finstere Lanze. Mein Horn ist größer. Ja, das wollen wir doch noch mal sehen. Ja, ist leider ziemlich klein für ein Einhornhorn. Naja. So, wo seid ihr denn? Hier stehen eindeutig viel zu viele Gräber rum. Ja, wie kommt das bloß? Verstehe ich gar nicht. Weiß ich auch nicht, wir sterben ja eigentlich nie, ist echt seltsam. Muss der Alex sein, der stirbt hier wahrscheinlich die ganze Zeit. Also, jetzt mal ganz ehrlich, wie können wir durch Lava gehen? Das wird schon eine ganze Menge helfen hier unten. Mit Items wahrscheinlich, die wir nicht haben. Ja. Aber Lava? Na doch, mit Obsidian-Tränke kann man, glaube ich, tatsächlich Lava widerstehen. Aber ist ja blöd, wir brauchen das Obsidian ja. Und mittlerweile habe ich ja dort auch einfach zu wenig, glaube ich. So die Tränke. Guck mal, meine Lanze. Oh, cool. Schick. Hier, kannst du den da mal anstupsen. Ja, stupst sich ganz gut. Oh Gott. Warum musst du gerade lachen? Ob er nicht mittlerweile mal genug hat? Also eigentlich, jetzt sollte er doch eigentlich viele Erze haben, oder nicht? Wie viele brauchen wir denn nochmal? Irgendwas mit viel, ne? Also ganz viel. Viel. Also nicht ganz, ganz viel, aber so viel halt. So mittelviel. Sehr viel. So 86 sollte reichen. Also so viel Obsidian haben wir gar nicht. Da müssen wir, glaube ich, noch Obsidian suchen gehen. Also das reicht auf jeden Fall. Jetzt, ja, Obsidian ist dann die Sache. Dann gucke ich jetzt mal, wo es denn Obsidian gab. So. Obsidian. Steinbarren. Ja, er weiß ja noch gar nicht, was wir machen wollen. Stimmt, wir haben nur gesagt, komm mit Höllenstein jetzt fahren. Naja, aber ich denke, es reicht erstmal. Es ist okay. Jetzt brauchen wir halt noch Obsidian. Ach ja, Obsidian war Wasser auf Lava. Achso, aber... Na doch, wenn Lava und Wasser aufeinandertreffen. Ja, das kriegen wir hin. Also brauchen wir Wassereimer und müssen die nur auf die Lava rauftröpfeln. Wassereimer haben wir definitiv in unserer Truhe. Ja, die habe ich, glaube ich, in der Kiste von Alex hier gesehen. Oh, guck mal, jetzt gibt es hier auch eine Spiegelkiste, aber da ist gar kein Spiegel drin. Wo ist denn hier der Wassereimer? Ich habe eine Kiste damit gesehen, ich weiß es ganz genau. Hier in der goldenen. Wassereimer und Wasser. Das da, glaube ich. Gut, in welcher Truhe? In der wahrscheinlich. Okay, nicht in der. Aber hier kann ich das Zeug reinnehmen. Das stelle ich auch mal eben da rein. Also du weißt schon, was du machst, ne? Ja, ja, alles gut. Obsidian ist jetzt hier auch noch 8 Stück drin. Wo ist jetzt hier das Höllenstein? Ach, da. So, erstmal gucke ich, wie viel ich jetzt daraus kriege. Aus dem Zeug, was wir jetzt haben. Oh, und ich habe gerade die Uhrzeit weggemacht. So. Da.
22. Ah, Mist. Noch 7. Also, Höllenstein haben wir genug, aber wir brauchen jetzt halt Obsidian. Ist aber okay, ich gehe jetzt einfach Lava suchen. Schütt das drauf und dann ist gut. Ich brauche jetzt einfach nur eine Lava-Pfütze. Ich weiß auch schon, wo ich da hingehe. Ja, aua! Nicht bei mir im Haus, ne? Nee, ich... Da ist ja keine Lava. Achso, du hast Lava, stimmt, ne? Oder? Ja, ist aber meine Bodenheizung. Ja, da gehe ich auch nicht ran. Ich weiß schon, wo ich hingehe. Da muss ich auch nicht mal in die Hölle. Nimm ich hier. Okay. So, dann einmal Schutz. Und ein bisschen was. Oh, ups, muss ich aufpassen hier. Ja, warum? Ach so, weil ich Trick anhabe. Oh, ich wundere mich schon die ganze Zeit. Wieso wenig Obsidian kommt da raus? Hallo? Hm, das ist ja nicht viel. Ja, nein. Okay, ich komme überhaupt nicht dazu abzubauen bei den ganzen Viechern hier. Ich glaube, alleine schaffe ich das nicht. Ich brauche einen. Gott. Oh Gott, oh Gott. Was bist du? Ah! Du Scheiße. Was ist denn hier los auf einmal? Es fängt so an mit einem kleinen Würmchen. Auf einmal ist hier... ich kann nicht mehr schießen. Hä? Was? Ich hatte meine Waffe ausgerüstet und konnte nicht mehr schießen. Das war gerade sehr seltsam. Oh. Verfluchter Hammer. Aber das da ist tatsächlich, glaube ich, gerade alles Obsidian da oben drauf. Glaube ich. Wenn ich das jetzt richtig gesehen habe. Oder ist das was anderes? Ich... Ach, leck mich doch am... Ja, ja, gerade ist da die Hölle los gewesen. Komm mal. Hm. Ja, da war wieder der Hammer. Der ist eigentlich ganz cool. Oh Gott, hier kommt auch gleich ein Friedhof, wenn wir die Gräber nicht mehr abhauen. Du bist jetzt wieder unten? Ja, ich bin da. Gucke ich gerade. Ist das jetzt... Ja, das ist auch schon... Okay, das ist hier alles schon Obsidian, okay. Oh Gott, wo fange ich denn da an? Mal hier hinten. Hier ist tatsächlich alles, was hier Stein ist, ist Obsidian. Also das da auch. Oh Gott, oh, das ist gerade so doof. Ich muss mal das Trick wegmachen, so. Bäh. Hm. Das auch. Ja, das ist auch Erz. Okay. Ach, hau doch ab, ey, du nervst. Ah! Ah! Ah, Mann. Autsch. Oh nein, die sterben. Oh. Okay, ich muss mich auch wegporten, das überlebe ich nicht alleine. Mal gucken, ich habe ein bisschen. Na, mal sehen, wie weit es reicht. Wir brauchen ja nicht mehr so viel. Vielleicht reicht es schon, was ich jetzt habe. Oh ja, reicht, reicht. Wo hast du es hingelegt, das Obsidian? Ich habe keins mehr. Ich habe jetzt alles in Barren investiert. Das hat gerade jetzt so gereicht für unsere Barren hier. So, und jetzt mache ich uns die blöden Spitzhacken. Wir kriegen auch jeder beide eine tatsächlich. Also es reicht für beide. Oh, da gibt es echt coole auch. Oh, wow. Da gibt es ein echt geiles Schwert. Oh, ich glaube, wir sollten doch noch irgendwann dann das weiter farmen. Aber jetzt erstmal... Die Spitzhacke. So. Und noch eine für dich. Ja, und dann ist auch schon vorbei mit dem Barren. Schade. Oh, da gibt es echt geile Sachen. Also, wir sollten vielleicht noch ein bisschen Obsidian farmen. Und wo bist du? Ach, da. Oh, da. Das ist die geschmolzene Spitzhacke. Damit können wir jetzt Palladium abbauen. Warte mal, da könnten wir gleich mal zu der Ader gehen, die wir da hatten. Und das gleich mal holen. Guck mal, wenn du die Karte aufmachst mit M. Hier, links, links, links. Warte. Hier, ja, du bist zu weit. Oh nein. Ja. Hab auch zu spät gecheckt, dass das hier schon ist. Naja, ich komm. Kein Problem. Sag da und komm da nicht hoch. Na, viel ist das hier auch nicht. Also da... Oh, es geht. Oh, schön. Besonders glänzend als Erfolg bekommen. Lass dir mal was übrig, dann kriegst du auch den Erfolg.
Ah. Oh. Toll. Was okay, jetzt haben wir ein Palladium jetzt. Damit können wir dann die Spitzhacke bauen, damit wir Mithril abbauen können. Oh Mann, okay. Ja, schön, ne? Aber davon brauchen wir dann eine ganze Menge. Mhm. Ja, so 1, 200. Ah, oh, das kriegt vor, okay. Also wir haben jetzt quasi die Wahl. Wir können zwischen zwei Möglichkeiten wählen. Entweder farmen wir noch weiter Obsidian und auch, ja, Höllenstein werden wir dann wahrscheinlich auch nochmal farmen müssen, aber vor allem jetzt ein bisschen Obsidian bräuchte ich noch. Da brauche ich ja wieder nur Wasser über Lava schütten. Dann könnten wir uns vielleicht sogar noch ein paar coole Ausrüstungsgegenstände machen. Vor allem ein paar schöne Waffen mit fast 40 Schaden gab es da. Ich glaube, das könnte uns gut gegen die Viecher hier helfen. Ja. So, unsere Schaden machen so 20 oder so. Gerade mal. Also ich glaube, es ist... Ja, doch. Das ist, glaube ich, die beste Wahl gerade. Ich gehe nochmal zu der Lava-Fitze hin. Und werde da nochmal Wasser draufballern. Das ist nur das Problem. Ich müsste... Naja, ich muss nochmal Wasser holen. Oder 7? Na, 7 ist ein bisschen... Na, ich probiere es mal. Ich nehme mal die 7. Mal gucken, wie weit ich komme. Aber ich habe gerade das erste Mal wieder das Gefühl, dass wir ein bisschen Fortschritt haben. So ein bisschen. Mhm, weil wir jetzt eine Spitzhacke haben, womit wir irgendwelches andere Zeug abbauen können, damit wir noch eine andere Spitzhacke kriegen können. Ah! Ist das nicht immer so in Spielen? Mhm. Man baut irgendwas, damit man dann das nächste kriegt und dann muss man das wieder bauen und dann baut man das und dann, ja. Haha, das Monster ist in die Lava gefallen. Hä? Was? Ich hab doch keine Zeit für sowas. Was? Ich will schnellen Erfolg. Also sowas gibt's hier nicht. Bei uns doch sowieso nicht. Oh, da kommt schon wieder so ein Hammer. Wah. Und da habe ich weggeboxt. Wah. Okay, ich bin tot. Ich hab grad nicht so... Wird schwierig mit dem Obsidian, aber... Na, wenigstens ist Obsidian leicht hinzuballern. Also ich tue das Palladium-Erz jetzt mal hier in unsere Erzkiste rein. Wir haben noch kein Palladium. Achso, ja. Ich komme. Ach Mensch. Und ja. Bloß nicht... Bloß aufpassen, was... Also wenn du dir das mal nimmst zum Herstellen, dann dran denken, dass wir damit auch ein bisschen was machen wollen. Also... Dass wir damit was vorhaben. Ja, ich wollte das jetzt nicht so ausgeben, ja. Ja, da kann man richtig coole Sachen machen. Wir müssten dann halt nur mal gucken, was sich quasi am meisten lohnt. Also auch natürlich mit dem Palladium können wir ja natürlich auch dann richtig geile Ausrüstungsgegenstände machen. Müsste man halt mal gucken. Deine Erlaubnis mache ich ja eh nichts. Du kannst ruhig was machen. Wir müssen es nur absprechen irgendwie. Dass wir quasi gucken, welche Sachen sich auch lohnen am meisten. Und halt, es ist ja auch, glaube ich, von Vorteil, wenn man wirklich die Ausrüstungssets richtig hat. Da sollte man auch drauf achten. Ach, jetzt bist du schon wieder unten. Sag doch was. Achso, ja. Warte auch mal. Ja. Na, ich versuche ja immer noch ein bisschen Obsidian gerade ran. Achso, warum nehme ich nicht das da? Ach, ich bin zu weit. Ich bin ja doof. Ich bin zu weit. Jetzt habe ich so viel gequatscht. Wieder. Ja, ich habe zu viel gequatscht und dabei... Oh, ich sollte mich erstmal heilen. Ich habe so viel geredet, dass ich an dem Ding vorbei bin. Aber du kannst auch das Obsidian ab... Achso, da war jetzt nicht mehr viel, ne? Ich glaub, da war jetzt gar nicht mehr so viel. Oh nein. Ich habe unseren Elevator kaputt gemacht. Was? Wie denn das? Ja, nicht mit Absicht. Achso, die Folgenende. Gut, Leute. Also, wir haben zumindest ein bisschen Plan, was man machen kann. Ich glaube, das wird schon. Ich glaube, wenn wir jetzt noch ein paar Höllenbarren und so, dann können wir uns ganz coole Sachen basteln und vielleicht auch mal die Monster ein bisschen überstehen. Ich glaube, das wird. Ich glaube, wir überleben hier schon. Wir kriegen das irgendwie hin. Also dann. Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.